Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Südwest 3. Was erwartet Sie heute bei uns? Zunächst einmal sehen Sie unser Auslandsmagazin Teleglobus, heute zum Thema Rummel um Rommel, 50 Jahre nach der Schlacht von El Alamein. Die Bewohner der Lindenstraße finden heute einen unerklärlichen Vorrat an Nudeln und Gabi Zimmermann sucht verzweifelt nach einer Wohnung für ihre Eltern. Was sonst noch alles in der Lindenstraße passiert, davon lassen Sie sich um 20 Uhr überraschen. Ihre Landesprogramme bekommen Sie um 20.30 Uhr und um 21.15 Uhr, also nach den Nachrichten, kommen wir zu einem ernstzunehmenden Thema in unserer Reihe Komm und Sie. Sie sehen einen Film über Rechtsradikalismus in Deutschland. Der Autor Michael Schmidt hat 2 Jahre lang recherchiert und zum Teil mit versteckter Kamera viele Stunden Filmmaterial gesammelt. Er nahm an illegalen Zusammenkünften teil und verschaffte sich Zutritt zum geheimen Zirkel der internationalen Nazis. Ab 22.15 Uhr sehen Sie dazu eine Diskussion. Im Rahmen unserer Nachtausgabe erwartet Sie um 23.15 Uhr der Film Fassbinder und seine Frauen. Schauspielerinnen, die bei Fassbinder große Rollen spielten, kommen zu Wort. Dabei entstand ein sehr behutsames und zärtliches Psychogramm des Regisseurs. Report aus München wiederholen wir um 0.15 Uhr und letzte Nachrichten informieren Sie um 1 Uhr. Und hier die Übersicht. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Legende zu Lebzeiten und ein Mythos nach seinem Tod. Das war und ist Erwin Rommel, Marschall des Afrikakorps und lange Zeit Hitlers Lieblingsgeneral. Gestern nun jährte sich zum 50. Mal die Niederlage des Generals in El Alamein in Nordafrika, Ägypten, um genauer zu sein. Ein Stück deutschen Größenwahns wurde im Oktober 1942 von britischen Kanonen in den ägyptischen Wüstensand gebombt. El Alamein, der Beginn der Niederlage der Deutschen im Zweiten Weltkrieg und der Beginn des Rommel-Mythos, der bis heute anhält, international im Inland wie im Ausland. Erwin Rommel, der Ritter ohne Furcht und Tadel des Zweiten Weltkrieges. Gestern nun fanden in El Alamein Gedenkfeiern statt zum 50. Jahrestag der Wende des Zweiten Weltkrieges. Die Gegner von einst trafen sich und gedachten der Toten. Diesen Rummel und um Rommel beobachteten meine Kollegen Veit Lennartz und Reinhard Becker. Die Gefühle sind eindeutig. Unsere Kameraden, die hier liegen und hier bleiben mussten und wir durften nach Hause gehen. Das sind die Gefühle. Gerührt sind viele an diesem 50. Jahrestag der Schlacht von El Alamein.
Rund 3000 Veteranen sind gekommen, mit ihren Orden an der Brust, mit Fahnen und Kränzen. Sie gedenken ihrer toten Kameraden, gefallen im sogenannten Krieg ohne Hass. Die internationale Feier fand in diesem Jahr turnusgemäß vor dem deutschen Ehrenmal statt. Veteranenverbände und Delegationen aller ehemaligen Kriegsparteien waren erschienen. Eine Dokumentation von Frieden und Verständnis vom neuen Europa. Das sei das Vermächtnis der Opfer von damals. Das betonten die hochrangigen Vertreter aus Politik und Kirche. Gemeinsam legten sie einen Kranz nieder. In respektvoller Erinnerung der teilnehmenden Nationen, so stand es auf der Schleife. England, Frankreich und Griechenland hatten ihre Premierminister geschickt. Für die Bundesrepublik kam der Forschungsminister. Deutschland tut sich immer noch schwer mit seiner Vergangenheit. Mit Fotoapparaten bewaffnet halten die Krieger von damals die Feier im Bild fest. 50 Jahre danach tauschen Engländer und Deutsche Schnappschüsse statt Kanonenschüsse aus. Kranzniederlegung der Veteranenverbände. Sie sind es, die die Kameradschaft lebendig halten, die sich um die Gräber ihrer Toten kümmern. Das Erlebte verbindet. Gemeinsam vergossener Schweiß, Blut und Kanonendonner. Wir Spätgeborenen werden das nie ganz verstehen. Junge Bundeswehrsoldaten halten in der Gedenkstätte die Ehrenwache bei der anschließenden nationalen Feier. Soldatische Tradition verpflichtet wohl, wie der Staatssekretär von der Harthöhe den Veteranen erklärt. Dafür treten die deutsche Politik und die deutschen Streitkräfte ein. Erweisen wir heute gemeinsam unseren Respekt vor der soldatischen Leistung der Angehörigen des Afrikakorps. Jenen, die ihr Leben in der Wüste Nordafrikas lassen mussten, gilt nunmehr unser stilles Gedenken. Das Deutschlandlied zum Abschluss. Die Veteranen erwarten das. Einmal mehr wird klar, seiner Vergangenheit kann niemand entfliehen. Wenn man vor 50 Jahren hier da mitgewirkt hat und glücklich davongekommen ist, dann hat man schon, das ist die Erinnerung natürlich und vor allem die Erinnerung an die vielen Kameraden, die nicht mehr davongekommen sind. Das ist, das ist das, was uns am meisten bewegt. Das war sehr erhebend. Da bleibt mir die Spucke weg. Es fiel vorhin der Name Rommel. Was bedeutet denn dieser Name für Sie? Ja, Rommel war für uns gewissermaßen eine Vaterfigur, das kann ich wohl sagen. Er hat doch sehr viel sich an der Front sehen lassen. Das ist ja doch wohl etwas Entscheidendes mit. Und als junger Mann hat man doch schon auch so das Gefühl, wenn man Verbindung zu einem Mann, zu dem man Vertrauen haben kann, dann setzt man sich auch für die Sache ein. Und das war unsere Einstellung damals, und so habe ich mich für meine Kameraden. Ein paar Kilometer weiter, da feiern zur gleichen Zeit die Sieger. Auf dem Commonwealth-Friedhof von El Alamein liegen Engländer, Südafrikaner, Australier und Neuseeländer begraben. John Major, der britische Premier, er spricht mit Witwen, er gibt sich gelöst. Das Empire, es hat schon immer ein anderes Verhältnis zu seinen toten Soldaten gehabt. Jenes eigentümliche Verhältnis von echter Trauer und einem Anflug von Stolz. Fast 14.000 Gräber und Gedenksteine stehen hier in endlos scheinenden Reihen. Ein Eindruck, dem sich keiner entziehen kann. 50.000 deutsche, italienische und alliierte Soldaten haben bei den Kämpfen von El Alamein ihr Leben gelassen. Ob Sieger oder Besiegte, der Tod hat für alle ein steinernes Gesicht. Schlachtflieger,
Panzer, schlagen feindliche Panzer! Unsere Panzer stoßen vor. Marschall Rommel gibt die Befehle zum Einsatz neuer Divisionen. Deutsche Reichsbahn in Afrika. Auf der ägyptischen Küstenbahn rollt der erste deutsche Güterzug nach Osten. Zweimal am Tag kommen die Züge aus Alexandria und Marsamatru, der Provinzhauptstadt, nach El Alamein. Sie rollen auf den Gleisen, die schon die Deutsche Reichsbahn für ihren Nachschub benutzte. Der Bahnhof ist der Mittelpunkt des tristen Ortes. Stunden verbringen die Bewohner hier mit Warten und Dösen in der Mittagshitze. In El Alamein ist die Zeit stehen geblieben. Wäre da nicht die Trasse der Küstenbahn und der geschichtsträchtige Name, der Ort wäre längst vergessen worden. Die Politiker und Veteranen aus Europa und auch die Offiziellen aus der Metropole Kairo, sie besuchen allenfalls die Ehrenmale und das Museum. In den Ort verirren sie sich selten. Hier bestimmen wie früher die Stammes- und Familienclans das Geschehen. Tagsüber gehen die Männer ihren Geschäften nach, Frauen sieht man nur selten. In Ägypten, einem Land ohne Geburtenkontrolle, haben sie mit einer ständig wachsenden Kinderschar zu kämpfen. Für einen kleinen Augenblick nur war El Alamein Kampfplatz der Nationen. Inzwischen ist es nur noch ein Name, irgendwo am Rande der Wüste, ein Ort mit vielen Schicksalen und noch mehr Geschichten. Mein Vater war hier Stellwärter, als die Deutschen mit den Engländern kämpften. Von ihm habe ich diese Geschichte, erzählt uns Mohammed. Eine Fliegerbombe schlug hier ganz in der Nähe ein. Ein Splitter flog bis hierher, durchschlug dieses Gitter und tötete den englischen Bahnbeamten. Von Zeit zu Zeit rollen schwere Lastwagen durch El Alamein. Die einzige Straße im Ort ist die Hauptverbindung zwischen der Küste und den Ölfeldern im Süden. Die Menschen am Straßenrand heben dann kaum die Köpfe. Sie sind gewohnt, dass niemand Notiz von ihnen nimmt. Im Süden, 20 Kilometer von hier, so erzählen sie uns, liegt noch ein deutsches Ehrenmal. Aber noch nie hat ein Veteranenbus auf dem Weg dorthin hier angehalten. Es ist die Gedenkstätte für den deutschen Fliegerhauptmann Marseille, die für die Krieger von damals wichtiger ist als der Ort, der ihrer Schlacht den Namen gab. Als wir mit der Kamera in El Alamein auftauchen, lange vor dem Jahrestag, zeigen sich die Menschen scheu, aber freundlich. Sie wissen, warum wir gekommen sind, und sie wissen auch, dass der Tourismus woanders stattfindet. Oben an der Küste, dort wo die Bettenburgen entstehen und ihnen ihr Land weggenommen wurde. Einmal pro Woche fahren die Bewohner Alameins in den Nachbarort Hammam. Es ist Markt. Hier wird gehandelt, getratscht, das selbstgezüchtete Viehzeug verkauft. Hier treffen wir auch den Bürgermeister von El Alamein. Er kennt fast jeden und ist eine Autorität. Er ist der Chef einer sogenannten Kabile, eines in der Gegend ansässigen Stammes. Auf dem Markt in Hammam gibt es all das, was man im öden Alamein vergeblich sucht. Und der Bürgermeister ist ständig damit beschäftigt, Kontakte zu knüpfen und auf die Probleme seiner Gemeinde hinzuweisen. Wir waren die Leidtragenden, erklärt uns Bürgermeister Abdul Salam. Auf unserem Boden haben sich fremde Mächte bekriegt. Und als sie unser Land zerstört hatten, haben sie zu Hause ihren Wohlstand aufgebaut. Es gibt doch eine Verpflichtung, die erlittenen Schäden wieder gut zu machen. Aber sie sehen ja selbst, es ist nichts passiert. Die Probleme von El Alamein sind heute die gleichen wie damals. Die Wüste schreitet immer weiter fort, die Wasserversorgung ist nach wie vor mühsam. An der zentralen Brunnen- und Filteranlage werden jeden Morgen die Tankwagen beladen. Sie fahren das Trinkwasser in die Orte im Hinterland. Auch damals waren es die Einheimischen, die den Deutschen die Wasserstellen zeigen mussten. Nicht weit vom Ort entfernt, an der Küstenstraße, liegt das andere Alamein, die Kultstätten der Veteranen. Das Militärmuseum steht jedes Jahr auf ihrem Programm. Fein säuberlich aufgereiht ist hier ihr altes Kriegsgerät und das der Feinde.
schön wetterfest lackiert, für viele Jahre konserviert. Der Verteidigungsminister kam eigens aus Kairo, vor der großen Feier, das Museum anzuschauen. Mit dem Geld der ehemaligen Kriegsparteien wird der Mythos Afrika-Feldzug lebendig erhalten. Innen sitzen zwei Afrikaner auf einem Wehrmachtsgrat. Jede Kleinigkeit hat hier für die Veteranen Symbolgehalt. Jede Vitrine weckt bei den Besuchern Erinnerungen. Vor allem an ihn, den Kommandeur, den Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Verklärter Held oder Kumpel, die Popularität dieses Mannes ist bei seinen alten Kameraden ungebrochen. Die Exponate sind zum größten Teil Spenden. Ohne Scheu wird eine schwarze Uniform ausgestellt, der Totenkopf am Kragenspiegel erfindet keinen Widerspruch. Was in Deutschland allenfalls verborgen in der Kommode liegt, hier wird es hergezeigt. Von der Uniform des deutschen Wehrmachtsoffiziers über Waffen und Geräte, Fotos bis hin zur Fliegerbombe. Es ist die Versachlichung des Krieges, die hier stattfindet. Der Stuka-Pilot hat herausragende Leistungen vollbracht, lesen wir im Begleittext. Vor allem aber hat er tödliche Bomben abgeworfen. Gut ausgebaute Stellungen im Vorfeld der Festung Masamatruk. Diese Grabensysteme sollten die Zugänge nach Masamatruk sperren. Die Reihe der Fahrzeuge reißt nicht ab. Die Soldaten des Nachschubs vollbringen hier außerordentliche Leistungen. Und so sieht die Küstenstraße heute aus. Zwischen Alexandria und der libyschen Grenze. Ein endloses, vierspuriges Band. Hier rollte der Nachschub für die Front, hier tobten die Kämpfe hin und her, hier wurde mit Kriegslist gesiegt und mit Glorie verloren. Masamatru, die letzte Bastion vor El Alamein. Im Jahre 1942 wird die Stadt von den Deutschen erobert. 5000 Briten des 10. Korps werden gefangen genommen. Heute traben die Eseltaxis durch die Straßen. Der Provinzgouverneur hat hier seinen Sitz. Und im Sommer kommen die Kairoer, um hier auszuspannen. Nichts erinnert an die schrecklichen Tage. Nur draußen am Hafen weist ein unscheinbares Schild auf den hin, der die Schlacht um Nordafrika zu einem legendären Feldzug machte. Generalfeldmarschall Erwin Rommel. In einem unterirdischen Gang ist ein kleines Museum eingerichtet. Persönliche Gegenstände. Von Rommels Sohn dem Museum gestiftet, der Mantel. Hier soll Rommel zeitweise sein Hauptquartier gehabt haben. Wie ein Fuchs in seinem Bau. Überhaupt die Legenden. Fast bis zuletzt war Rommel ein Bewunderer des Führers. Als Widerstandskämpfer hat ihn die Nachwelt bezeichnet. Aber auch die Ägypter brauchen jemanden, den sie bewundern können. Rommel, sagt uns der Museumswächter, Rommel ist für mich der Größte. Er hat seine Soldaten geliebt. Er war anständig der Bevölkerung gegenüber und er hat keine Brunnen vergiftet. Er war intelligent und bewegte sich durch die Wüste wie ein Fuchs. Wir Ägypter bewundern Rommel nach wie vor. Saloum, ein Straßendorf. Hier rückten die Deutschen im Juni 1942 vor. Ihr Ziel, der Suezkanal. Ein halbes Jahr später war hier eine geschlagene, verheizte Armee auf dem Rückzug. Saloum ist ein Nest an der libyschen Grenze. Das ist die Grenze. Eine der Lebensadern für Muammar el-Gaddafis Land, das durch den internationalen Luftboykott auf den Landweg angewiesen ist. Mindestens genauso viel schleppen die Ägypter allerdings aus Libyen wieder heraus. Alles Sachen, die es zu Hause nicht gibt. Dreharbeiten sind hier nur mit 1000 Genehmigungen möglich. Als das deutsche Afrikakorps am 23. Juni 1942 die ägyptische Grenze hier überschreitet, herrscht Optimismus. Die Alliierten sind in heilloser Flucht. In einem Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht heißt es, die Ankunft der Truppen der Achsenmächte wird von der ägyptischen Bevölkerung mit Ungeduld erwartet.
Wir besuchen Sheikh Mesbani El Ababda. Er ist 70 Jahre alt und Oberhaupt eines Beduinenstammes. Seit vielen Generationen siedeln sie im Umkreis von Saloum. Wir wollen von ihm wissen, wie es damals war. Als die Deutschen näher rückten, wurden wir Hals über Kopf evakuiert. Ein paar weigerten sich mitzugehen. Die sind im Bombenhagel umgekommen. Auch meine Tiere sind getötet worden. Aber was half es? Das Leben musste weitergehen für ihn und seine große Familie. Und dann zeigt er uns ein Bild von Rommel, ein Geschenk des Deutschen Afrikakorps. Was er von Rommel hält? Rommel? Da müssen die Söhne dem schwerhörigen Vater etwas nachhelfen. Rommel, ich habe ihn nie kennengelernt, aber gehört habe ich nur Gutes. Marschall Rommel überreicht dem Panzergrenadier Günther Halm das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Ich freue mich, Ihnen im Namen des Führers die hohe Auszeichnung auszuhändigen. Günther Halm ist erst 19 Jahre alt. Als Richtschütze einer Pack schoss er unter schwierigsten Bedingungen 7 Britenpanzer ab. Sie zu dieser Auszeichnung und hoffe, dass Sie sie gesund nach Hause bringen. Wer so ein Kerl ist, der wird immer so ein Kerl sein, bei jeder Gelegenheit. Das erwarte ich natürlich von Ihnen. Eigentlich wollten wir diese alten Wochenschaubilder noch vor der Feier den Ostdeutschen zeigen, die zum ersten Mal seit 50 Jahren nach El Alamein zurückgekommen sind. Zu Hause, da mussten sie schweigen über ihre Gefühle und ihre Begeisterung. Die alten Kämpfer waren unerwünscht in der DDR. Wir wollten sie fragen, ob es wirklich so war, damals. Aber sie können es nicht abwarten. Sofort nach der Ankunft, noch am Abend, wollen sie unbedingt zum deutschen Ehrenmal. Ich bitte Sie höflichst, das mit einer gewissen Würde hier morgen darzustellen oder übermorgen oder den nächsten Tagen im ARD. Hier liegen an den Tafeln Kameraden, 18 und 19 Jahre, eingemeißelt, die nicht mehr unter uns sind. Ich habe das große Glück gehabt, diesen Wahnsinnskrieg überstanden zu haben. Ich war in der persönlichen Kampfstaffel des Oberbefehlshabers, Generalfeldmarschall Rommel. Ich habe die ganzen Einsätze hier mitgemacht. Da stehen sie nun, diskutieren und denken an die schrecklichen Tage im Jahre 1942. Erinnerungen werden wach an Kämpfe, an Verwundungen, an Angst und Flucht. Im Rücken von uns stand schon englische Panzer. Einer zeigt das Foto eines Kameraden, Hauptmann Rudolf Kiel, der hier gefallen ist. Rudolf Kiel war unser Kampfstaffelführer. Er ist hier gefallen. Wir haben ihn mit beerdigt. Fast unwirklich, diese alten Männer und ihr Trauma vom Krieg. Sie sind noch mal davongekommen, aber die Wunden bleiben. Am 1. November 1942 wurde ich schwer verwundet an der Moschee. Wir werden morgen sicherlich hinkommen. Es ist ein recht denkwürdiger Tag, wenn man 50 Jahre später dann wieder an so einen Fleck kommt. Was eigentlich dann doch nachher die Einsicht, dass es sich hier um den Wendepunkt des Krieges gehandelt hat, insbesondere nachdem im gleichen Monat November 1942 auch Stalingrad eingeschlossen wurde. Es wurde also hier, wenn Sie so wollen, Weltgeschichte gemacht und das ist eine Tatsache, die mich heute auch hierher führt, nach 50 Jahren, um hier das alles noch einmal nachzuvollziehen, was aus diesen Erlebnissen dann an Positiven zu gewinnen ist. Wenn ich hier stehe, denke ich an meine Kameraden, die hier beerdigt sind. Bei dem Angriff hier aus El Alamein, also mir kam es gar nicht vor, ist so, man hat es gar nicht so für ernst genommen. Obwohl das genauso schlimm war, die deutsche Bundeswehr. Das sind die tödlichen Gärten von El Alamein, ein Minengürtel entlang der Küstenstraße zwischen Masamatru und Alexandria.
Wie ein unsichtbares Band zieht er sich dahin, 70 Kilometer lang. Es sind die Panzerminen des Zweiten Weltkriegs, die hier vergessen wurden. Achtung, die Straße ist vermint. Von den vorstürmenden Panzern wurde sie umgangen. Jetzt muss sie für den Nachschubverkehr sorgfältig von Minen gesäubert werden. Das Hakenkreuz mit Palme, Symbol des deutschen Afrikakorps, neben der Warnung vor einem Minenfeld. Weit mehr als 100.000 Sprengkörper werden noch da vermutet, wo heute Schafe und Ziegen weiden. Niemand weiß genau, wo sie liegen. Auf Pläne oder gar Räumkommandos der ehemaligen Kriegsparteien warten die Ägypter seit Jahren vergebens. Die Hirten von El Alamein, dem Schauplatz der großen Schlacht, sie leben gefährlich. Mehrmals täglich durchqueren sie die Minenfelder. Sie sind angewiesen auf das Weideland neben der Straße. Fast jede Familie in der Gegend hat Tote oder Verletzte zu beklagen. Die verrosteten Panzerminen reagieren heute schon auf Schritte. Das ist das Grab von zwei Hirten. Sie saßen an dieser Stelle und machten Feuer, erklärt uns Mohammed aus El Alamein. Durch das Feuer ist dann eine Mine im Boden explodiert und hat die beiden zerfetzt. Sie waren 18 und 20 Jahre alt. Eine Entschädigung haben die Familien nie bekommen. 20 Jahre liegt dieser Fall zurück. Die Kette von Unglücken in El Alamein reißt nicht ab. Das Erbe der Minen, es hält die Erinnerung an den Krieg lebendig. In den Geschichtsbüchern in einem Atemzug genannt mit Hiroshima oder Stalingrad, hat El Alamein eigentlich nichts zu bieten, außer seinen Namen und seine Schicksale. Wir brauchen nicht lange zu suchen, um zwei Minenopfer zu finden. Ramadan Hussein und Abdul Hadi leben heute in der Nähe von El Alamein in ärmlichen Verhältnissen, auf gegenseitige Hilfe angewiesen. Sie wissen nicht, ob eine englische, italienische oder deutsche Mine sie zum Krüppel machte. Auf Entschädigung warten auch sie bis heute vergebens. Um ihre Familien zu ernähren, sind sie auf milde Gaben oder Nachbarschaftshilfe angewiesen oder auf den spärlichen Verdienst der halbwüchsigen Kinder. Sie wurden einfach vergessen. Ich war Kamelhirt in Hafad el-Qatar, in der Nähe von El Alamein, erzählt Abdul Hadi. Ich habe Holz gesammelt und wollte Tee kochen. Beim Holzsammeln habe ich so eine Mine gefunden, wusste aber nicht, was das war und habe sie hochgehoben. Unmittelbar danach explodierte sie. Dabei habe ich meine Hände, einen Arm und das Augenlicht verloren. Seit damals kann ich nicht mehr arbeiten. Freunde oder Verwandte müssen mich führen und mir helfen. Eine Gruppe einheimischer Veteranen und Versehrter hat sich beim Bürgermeister von El Alamein eingefunden. Abdul Salam will uns zeigen, welches Problem die Minen in seinem Gebiet darstellen. Er und seine Freunde verstehen nicht, warum sie nie Entschädigung bekamen. Während des Krieges, so sagen sie, da haben wir doch auch den Deutschen geholfen. Und der Bürgermeister sagt noch, hättet ihr mir mehr Zeit gegeben, ich hätte euch noch viel mehr Versehrte zeigen können, so um die 300 bestimmt. Und keiner von denen hat je einen Pfennig gesehen, von den Engländern nicht, von den Italienern nicht und auch nicht von den Deutschen. Die Krüppel von El Alamein, sie stehen Jahr für Jahr im Abseits, während die Veteranen aus Europa immer wieder ihre große Schlacht feiern. Der versehrte Bürgermeister und seine Freunde tragen schwer am Erbe der Minen. Während des Afrika-Feldzugs starben 100.000 Soldaten, 20.000 kamen aus Deutschland.
Anfang November 1942 war eine der größten Materialschlachten des Zweiten Weltkriegs beendet. Am 14. Oktober 1944 vergiftete sich Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Der Führer schickte einen Lorbeerkranz.